Unternehmenskultur, was ist das eigentlich? Die Art, wie wir zusammenarbeiten, kommunizieren, wie wir miteinander umgehen, unsere Haltung anderen Menschen gegenüber, unsere Werte, ob wir fair und nachhaltig wirtschaften, wahrscheinlich von allem ein bisschen. Kommt man in Unternehmen, so findet man häufig öffentlich ausgestellt die Werte, die Leitlinien und die Beschreibung der Unternehmenskultur, damit alle Mitarbeiter und Besucher wissen, wie die Kultur ist oder wohl eher wie sie sein soll. Doch kann man Kultur überhaupt steuern oder gar anordnen? Die Kultur ist die Summe aller Ichs. Jeder Einzelne, der mit dem Unternehmen in Kontakt steht, nimmt auf seine Weise Einfluss auf die Unternehmenskultur. Was mir wichtig ist, werde ich fördern, anziehen, ausstrahlen. Was hingegen nicht in mein Wertegerüst passt, führt zu Konflikten in mir und eben auch im Unternehmen. Wenn eine Organisation neue Mitarbeiter sucht, so sind heutzutage die Soft Skills der Menschen immer wichtiger. Selbst für Manager gilt inzwischen, dass fachliche Kompetenz nicht mehr die oberste Priorität hat. Jeder Einzelne trägt also einen Teil zur Gesamtkultur bei. Sicher ist auch, dass sich ähnlich tickende Menschen gegenseitig anziehen und idealerweise zur Wunschkultur passen. Doch was hat noch Einfluss auf die Kultur? Culture follows structure heißt es. Auch die zur Lösung der unternehmensspezifischen Aufgaben geschaffenen Strukturen haben Einfluss auf die Kultur. Muss eine Behörde sicherstellen, dass derselbe Antrag in allen Bundesländern gleich beantwortet wird, so sind genaue Vorgaben und Entscheidungsspielräume für den jeweiligen Mitarbeiter zu definieren. In einem 5-Personen-Startup hingegen, welches Handy-Apps programmiert, wäre eine solche Struktur tödlich für Kreativität und Umsetzungsgeschwindigkeit. Auch die Unternehmensstrategie, Ziele und Einflüsse des Marktes und der Kunden tragen ihren Teil zur Entstehung der Unternehmenskultur bei. Herzlich willkommen zu unserem Impulsfilm mit dem Thema Unternehmenskultur. Wir sind Christian Bäumer und Franziska Güthle und gemeinsam mit dir wollen wir analysieren, was denn tatsächlich dran ist am oft geforderten Kulturwandel. Wohin soll der Weg denn gehen und warum ist es oft so schwer, Veränderungen herbeizuführen? Wir möchten beleuchten, was die Unternehmenskultur mit der Gestaltung unserer Zukunft zu tun hat und warum sie ein Schlüssel im Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit ist. Um zu verstehen, wodurch die heutige Zeit geprägt ist, gehen wir in die Vergangenheit und beginnen mit der ersten industriellen Revolution. Jede dieser Wellen brachte nicht nur technische Revolutionen, sondern immer auch Veränderungen in der Gesellschaft, der Märkte, der Produkte und natürlich bei der Herstellung. Die Mechanisierung und der Antrieb von Maschinen durch Wasser und Dampfkraft veränderte die Arbeit das erste Mal nachhaltig. Von der Manufaktur und der spezifischen Handarbeit zur durch Maschinen unterstützten Arbeit. Eingekauft wurde lokal. Das Führungsverständnis beschränkte sich auf das Anweisen und Kontrollieren. Mit I 2.0 kam die Elektrizität. Das Fließband hielt Einzug in die Fabriken. Henry Ford implementierte erstmals diese Arbeitsweise nach dem Vorbild großer Schlachthöfe. Die Zergliederung von Montageprozessen in kleine Arbeitsschritte und das Trennen von Denken und Handeln ermöglichte große Effizienzgewinne. Die kostengünstige Massenfertigung von Produkten wurde möglich. Zusätzlich wurde durch Fernsehen und Werbung der Konsum angeschoben und ein Markenbewusstsein entstand bei den Käufern. Durch Akkordlöhne, Zielvereinbarungen und Prämien wurde versucht, extrinsisch zu motivieren. Die dritte industrielle Revolution brachte die Automatisierung und PC-basierte Steuerung. Die Märkte sind auch für Endkunden global. Das Internet schafft Transparenz bei Preisen und Qualität. Bewertungen der Produkte sind für jeden verfügbar. Die Menschen in den Unternehmen suchen immer mehr nach dem Sinn in ihrer Arbeit und möchten entsprechend ihrer Werte leben, handeln und arbeiten können. Mit der vierten industriellen Revolution wird unsere Welt mehr und mehr vernetzt. Das Internet der Dinge entsteht. Daten in Echtzeit von Maschinen, Lieferanten, Montageschritten, mobilen Geräten, Fahrzeugen und neue Erkenntnisse aus den massenhaft gewonnenen Daten ermöglichen zum Teil nicht nur weitere Effizienzsteigerungen, sondern auch neue Geschäftsmodelle. Der Mensch möchte sein individuelles Produkt, Stückzahl 1, aber er möchte auch seinen Arbeitsplatz 1. Zugeschnitten auf seine Bedürfnisse und seine aktuelle Lebenssituation. Statussymbole und klassische Karrieren verlieren an Wert. Seinen Beitrag zu einer sinnerfüllten, gesellschaftlich wichtigen Aufgabe zu leisten und an persönlichen Herausforderungen zu wachsen, wird immer wichtiger. Der Verlauf der sogenannten Taylor-Wanne beschreibt die Reduzierung komplexer Anteile in den Herausforderungen, denen sich die Menschen und Unternehmen stellen müssen.
Durch die Arbeitsteilung wurden die Arbeitsschritte übersichtlich und strukturiert. Mitarbeiter konnten schnell getauscht und eingearbeitet werden. Die Unüberschaubarkeit der gesamten Arbeitsabläufe der Manufaktur und die jeweils individuelle Lösung verschwanden mehr und mehr. Das Optimieren der Arbeitsabläufe, um die größtmögliche Effizienz zu erzielen, standen im Vordergrund. Mit Anbruch der vierten industriellen Revolution nehmen die komplexen Anteile nun aber wieder zu. Individuelle Kundenwünsche, ein weltweiter Wettbewerb sowie disruptive Technologien und Geschäftsmodelle setzen die Organisationen immer stärker unter Druck. Die Buchstaben in VUCA stehen für Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität. Zusammengefasst beschreibt VUCA, dass Veränderungen sprunghaft und nicht vorhersehbar stattfinden, dass Prognosen nicht möglich sind und dass man keine Tendenzen mehr erkennen kann. Dass uns im Umgang mit der VUCA-Welt oftmals noch die richtigen Handwerkszeuge fehlen, erkennen wir immer häufiger daran, dass uns bekannte Methoden und Tools nicht mehr zum gewünschten Erfolg führen. Doch welche Strategien wenden die Unternehmen nun an? Hier stehen mehrere altbekannte Vorgehensweisen zur Auswahl. Die Vogelstrauß-Methode ist sicherlich etwas überspitzt, aber kennt nicht jeder Sätze wie »Das betrifft uns nicht«, »Das passt nicht zu uns«, »Wir machen das ja anders«. Wenn eine notwendige Auseinandersetzung mit dem Problem ausbleibt, ist dies immer kritisch zu betrachten. Eine weitere Strategie: Aktionismus und viel hilft viel. Eine Masse an Projekten über alle Bereiche mit teils konträren Zielen soll den Fortschritt sicherstellen. Dass häufig die gleichen Menschen in diesen Projekten gebunden sind und alles parallel zum Tagesgeschäft laufen soll, reduziert die Umsetzungsgeschwindigkeit jedoch deutlich und auch ein akribisches Controlling und detaillierte Projektpläne können das nicht retten. Wenn kleine Projekte nichts bewirken, wird der große Wurf benötigt. Unrentable Produkte, Sparten, Werke werden grundlegend reorganisiert, verkauft oder geschlossen. Der Zukauf von erfolgreichen Unternehmen soll weiteres Wachstum und Innovationen sichern. Zuletzt versuchen Heerscharen von Beratern und Unternehmen, ihre Beratungsansätze und Produkte zu verkaufen. Sei es Lean Management, Digitalisierung, Agilität oder New Work. Sie sind bemüht, die Methodensau im Dorf immer neu zu stylen und das Interesse von möglichst vielen Unternehmen zu wecken. Immerhin, das Bewusstsein, dass Handlungsbedarf besteht, ist inzwischen in den allermeisten Unternehmen angekommen. Es werden Digitalisierungsprogramme aufgesetzt und Transformationsprojekte gestartet. Doch was ist das Problem dabei? Die Begeisterung und Akzeptanz bei der Belegschaft hält sich oft sehr in Grenzen. Für langjährige Mitarbeiter sind solche Projekte oft nur alter Wein in neuen Schläuchen und sie haben bereits x große Change-Projekte miterlebt, ohne dass sie eine Änderung spüren oder gar den Sinn davon erkannt hätten. Wie also lassen sich große Projekte in Schwung bringen? Zunächst muss geklärt werden, dass Menschen durchaus bereit sind, sich zu ändern und anzupassen, wenn es denn einen Sinn für sie ergibt. Ein Paar, das ein Kind erwartet, verändert sein Leben freudig, vollumfänglich und grundlegend. Ein Teenager hingegen, der seine Kleidung sauber aufhängen, statt sie auf den Fußboden werfen soll, sieht einfach keinen Sinn in der Forderung. Allgemein lässt sich auch zwischen selbst- und fremdbestimmten Wandel unterscheiden. Eine Veränderung, die ich wünsche und selbst herbeiführe, werde ich wohl nicht ablehnen, wie bei dem Elternpaar. Der Teenager jedoch soll eine Handlungsweise übernehmen, die in seiner Weltanschauung keinen Sinn ergibt. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, für Verständnis zu werben und die Sinnhaftigkeit der Maßnahme aufzuzeigen, bleibt nur die Möglichkeit, die gewünschte Handlung entgegen dem Willen und Wertegerüst einzufordern. Wenn die Handlung überhaupt je übernommen wird, dann durchläuft die Person mehrere Phasen des Change-Prozesses. Von der Schock- zur Ablehnungsphase, es folgt die rationale Einsichts- und Akzeptanzphase und mündet schlussendlich in der Lern- und Erkenntnisphase. Am Ende ist das Thema vollständig in den Alltag integriert und der neue Normalzustand vorhanden. Durch aktive Begleitung der Menschen lässt sich der Change-Prozess schneller und besser durchlaufen und die Schock- und Ablehnungsphase kann deutlich reduziert werden. Ziel muss es sein, Sinn zu stiften und die Menschen für das geplante Projekt zu gewinnen. Kurzum, es müssen Betroffene zu Beteiligten gemacht werden. Doch nicht nur den Menschen gilt es zu begeistern. Er interagiert schließlich im Unternehmen, einem Konstrukt aus Informations- und Materialflüssen, aus Prozessen und einem Netzwerk aus formellen und informellen Strukturen. Lasst uns eine klassische Organisation genauer anschauen. Der Vergleich zu einer Maschine passt hier gut. Jedes Teil hat eine definierte Funktion zu erfüllen. Entscheidungen werden durch das Management getroffen. Ausgeprägte Kontrollstrukturen sorgen für Transparenz,
Tätigkeiten sind in Funktionsbereichen gebündelt. Die Arbeitspakete sind genauestens definiert und jeder Mitarbeiter hat seinen festen Platz im Organigramm. Persönliche Zielvorgaben und Boni dienen der Weiterentwicklung. Projekte und Bereiche bekommen fixe Budgets erteilt. Alles soll genauestens geplant und gesteuert sein. Diese Faktoren prägen maßgeblich auch die Kultur des gesamten Systems. Was passiert nun mit einer solchen Organisation, wenn sie auf die Herausforderungen der VUCA-Welt stößt? Betrachten wir die Corona-Pandemie. Keine Budgetplanung hat wohl dieses Ereignis berücksichtigt. Oder beispielsweise die Herausforderungen von Industrie 4.0 und Digitalisierung. Disruption von Geschäftsmodellen und Produkten, veränderte Kundenanforderungen, neue branchenfremde Konkurrenz, fehlendes Know-how und Fachkräfte für Entwicklung und Umsetzung von Initiativen. Das sind Probleme, denen diese Unternehmen durch ihre begrenzten Handlungsspielräume leider wenig entgegensetzen können. Wie müsste nun die Kultur eines Unternehmens beschaffen sein, um mit solchen Ereignissen und Anforderungen umgehen zu können? Hier passt der Vergleich mit einem lebendigen System am besten. Führung gibt Raum für die Entwicklung der Organisation. Teams treffen Entscheidungen gemeinsam. Flexible, lebendige Strukturen ermöglichen die Anpassung auf Anforderungen. Experimente liefern schnelle Erkenntnisse und geben den Impuls für Kurskorrekturen. Die Selbstorganisation in den Bereichen bringt die Entscheidungskompetenz zurück an den Ort des Geschehens. Denken und Handeln wird wieder vereint. Die Mitarbeiter genießen das Vertrauen, dass sie zum Wohle des Unternehmens entscheiden und handeln. Teamboni verdeutlichen, dass die Teamleistung zählt und nicht das Eifern nach individuellen Vorteilen. Die fachliche und persönliche Entwicklung findet individuell und situativ statt. Selbstreflexion, Feedback und Coaching sind wichtige Komponenten einer lebendigen Unternehmenskultur. Offenheit für Wandel sowie der Wille, sich immer weiterzuentwickeln, neu zu erfinden und sich anzupassen, entscheidet über die Zukunftsfähigkeit einer Organisationskultur. Vergleicht man klassische Unternehmen mit neuen Organisationsformen, so lassen sich Unterschiede bei der Leistungs- und Anpassungsfähigkeit erkennen. Klären wir zunächst, was Leistungs- und Anpassungsfähigkeit in diesem Kontext bedeuten. Leistungsfähigkeit zielt darauf ab, wie gut Mitarbeiter ihre Talente einbringen können, um die Organisation voranzubringen. Können sie neue Impulse setzen oder führen sie tagtäglich die gleichen Tätigkeiten aus? Wenn ein Unternehmen auf eintretende Veränderungen flexibel reagieren kann, dann ist es anpassungsfähig. Egal was kommt, es wirft die Menschen nicht aus der Bahn. Klassische Organisationen sind auf Stabilität und Beständigkeit ausgelegt. Wenn wir zurück an die Taylor-Wanne am Anfang unseres Impulsvideos denken, so wird deutlich, dass die Hierarchie die ideale Lösung für die letzten Jahrzehnte war. Doch was für Alternativen gibt es jetzt? Um sich als Organisation leistungsfähiger aufstellen zu können, machen demokratische oder netzwerkartige Strukturen Sinn. Im Gegensatz zu den klassischen Organisationsformen setzt der demokratische Ansatz stärker auf die Mitbestimmung der Mitarbeiter. Diese können ihre Führungskräfte wählen sowie über Strategien und neue Produkte abstimmen. Entscheidungen werden nach dem Mehrheitsprinzip gefällt. Diese Form ist aus der Politik bekannt. Leistungsfähigkeit wird gefördert, da engagierte Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich einzubringen und ihre Potenziale zu entfalten. Charakteristisch für Netzwerkorganisationen ist Dezentralität. Intensive Vernetzung prägt eine solche Struktur. Für Mitarbeiter bedeutet das, dass sie sich schnell und einfach verbinden, effektiv und partnerschaftlich zusammenarbeiten und Wissen effizient austauschen können. Stärkenbasierte Kollaboration ist der Schlüssel, um komplexe Herausforderungen zu lösen. Vorteil dieser Organisationsform ist die Möglichkeit, schnell zu lernen, schnell zu agieren und durch ihre Wandlungsfähigkeit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Um die Anpassungsfähigkeit noch stärker auszuprägen, eignen sich Kreisstrukturen. Häufig fällt hier der Begriff Holacracy oder holokratische Organisationsstrukturen. Doch was ist das? Charakteristisch für ein holokratisches System ist Partizipation und Entscheidungen gemäß dem Consent-Prinzip. Während in der Demokratie die Lösung mit den meisten Stimmen entscheidet, wird bei Holacracy auf schwerwiegende Einwände geprüft. Heißt, wenn eine Person einen Vorschlag macht und keiner der beteiligten Kollegen aus dem Kreis einen berechtigten Einwand hat, so ist die Entscheidung getroffen. Try to save enough ist hier das Stichwort. Anstelle alle Risiken im Detail zu durchleuchten und persönliche Befindlichkeiten mit zu integrieren, wird nur gegengeprüft, ob der Entscheid dem Unternehmen schaden würde. Vorteil dieses Prinzips ist, dass Entscheidungen schnell getroffen werden.
ein wichtiger Faktor in Sachen Anpassungsfähigkeit. Hologratische Organisationen sind in Kreisen aufgeteilt. Jeder Kreis hat einen Vertreter, ansonsten ist die Arbeit durch definierte Rollen aufgeteilt. Ein weiterer Vorteil dieser Struktur sind definierte Kommunikationsformate. Regelmäßig treffen sich die Kreismitglieder, um über das operative Tagesgeschäft zu sprechen, aber auch um gemeinsam zu analysieren, ob eine neue Rolle nötig ist oder Tätigkeiten von Rollen geändert werden müssen. Sprich, regelmäßig prüft die Organisation, ob ihre Struktur noch zu den Anforderungen passt. Diese Denkweise lässt das Unternehmen lebendig werden. Nun hast du einige Optionen kennengelernt. Die letzte, die wir dir vorstellen möchten, ist die Zellorganisation. Diese besteht aus vielen einzelnen sogenannten Zellen, welche frei arbeitende, selbststeuernde Einheiten sind. Das Netzwerkprinzip wird hier aufgegriffen. Zur übergreifenden Steuerung gibt es allerdings im Kern eine zentrale Plattform, die grundlegende Standards, gemeinsame Prinzipien und unterstützende Dienstleistungen wie beispielsweise Lead-Management, IT, Finanz oder Personal bereithält. Auch ist wichtig, dass es eine übergreifende Institution gibt, um effiziente Kommunikation und Transparenz zwischen den einzelnen Zellen zu ermöglichen. Hier wird eine Schwäche des Netzwerks aufgegriffen, denn häufig weiß hier die eine Hand nicht unbedingt, was die andere tut. Damit die Organisation nun nicht mehr mit sich selbst beschäftigt ist, gibt es bei der Zellorganisation auch eine Kooperation mit extern. Unternehmensgrenzen verschwimmen, Partner werden direkt integriert. Jetzt klingt das natürlich alles interessant. Im Vergleich mit einer klassischen Organisation ist es allerdings schwer, sich das konkret vorzustellen. Entscheidend beim Aufbau einer Zellorganisation ist, die jeweils beste Möglichkeit für das Unternehmen herauszusuchen. Es ist deshalb durchaus möglich, dass es Zellen gibt, die klassisch hierarchisch agieren, andere arbeiten als Netzwerk und wiederum andere sind stark verbunden mit externen Partnern. Basierend auf dem Prinzip von Holacracy ist die Stärke von einer Zellorganisation, sie stetig zu hinterfragen und gegebenenfalls neu auszurichten. Das Unternehmen lebt. Die Challenge liegt also darin, bestehende Formen so zu kombinieren, dass etwas Neues entsteht. Welche Möglichkeiten hast du nun konkret, mit der Entwicklung in deiner Organisation zu beginnen? Gerne möchten wir dir das Prinzip einer hybriden Organisation vorstellen. Diese bietet die Möglichkeit, die klassische und bewährte Struktur zu bewahren und neue Möglichkeiten und Strukturen zu ergänzen. Die klassische Hierarchie wird um moderne, zum Teil selbst organisierte Netzwerkstrukturen erweitert. Es werden Räume für neue Formen der Zusammenarbeit geöffnet. Dies kann in einzelnen kleinen Teams passieren oder beliebig und je nach Bedarf hochskaliert werden. Es gilt, die richtigen und motivierten Talente für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit zu begeistern und diese im Team zu meistern. Die Kombination aus Effizienz und Agilität gibt der Organisation die Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Die klassische Führung muss sich jedoch verändern. Einzelne können Themen wie Agilität, New Work, Digitalisierung, Industrie 4.0, wirtschaftliche Entwicklungen und Veränderungen an den Märkten nicht mehr vollumfänglich erfassen und passende Strategien entwickeln. Es braucht das Denken und Handeln aller im Unternehmen. Kollaboration, Coaching, gegenseitiges Vertrauen und das Agieren auf Augenhöhe sowie das Kombinieren von Wissen fördert Innovationskraft und Kreativität. Wer seine Organisation weiterentwickeln möchte, muss Sinn geben und Freiräume zulassen, sodass Neues entstehen kann. Diese Kultur der Offenheit, des Vertrauens und der Freude an den immer neuen Chancen der VUCA-Welt hebt die heutigen Pionierunternehmen ab. Sich immer wieder neu zu erfinden, wenn dies erforderlich ist, sich weiterzuentwickeln und seinen individuellen Weg zu gehen, zu lernen und zu experimentieren, wird über den Erfolg in der Zukunft entscheiden. Ich hoffe, wir konnten dir einige Impulse liefern, was für uns eine zukunftsfähige Unternehmenskultur ausmacht. Es ist die Interaktion aller Ichs, die individuellen und gemeinsamen Werte, die Ziele, der gemeinsame Sinn, die Herausforderungen, die man zu bewältigen hat, aber auch auf welche Art man ihnen begegnet und wie erfolgreich man neue Strategien und Lösungen entwickelt. Jeder Einzelne kann seinen Teil dazu beitragen. Wir hoffen, es hat dir gefallen und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Tschüss! Tschüss!